Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Wir sind ja hier noch auf der. Beim letzten Mal haben wir ja alles Mögliche geschwächt. Und wollten ja jetzt letztendlich auch nochmal. Bis wir oben sind. Wollen ja jetzt eigentlich mit Eva schon mal irgendwie angreifen. So war zumindest mein Verständnis. Mal gucken. Und dazu haben wir uns mal ein kleines Pferdchen, würde ich sagen. Und reiten da mal hin. So, wie sitzt er denn? Er sitzt ja, ich würde auch einmal hier durchreiten wollen, weil immer hin und her jumpen ist wieder irgendwie das Geilste. Wir sind mittendrin hier und wollen ja irgendwie, was hatten wir gesagt? Das ist da oben, ne? Das Ding hier. Irgendwo hier wird er sein. Reiten wir mal dahin. Könnte ich unterwegs noch mal gucken, dass wir hier das ein oder andere Ding hier noch mal anschauen und freischalten vielleicht. Ist halt ein weiter Weg bis da hinten irgendwo hin, ne? So, was ist das hier? 300 Meter, das kann man noch mal eben angucken. Das ist jetzt kein Problem. Das ist das Hügeltor, okay. Ein bisschen scannen. Aha, ne, das können wir uns mal eben gönnen. Oh, Schlüssel, okay. So, irgendwie da rein. Hm. Tja. So viel zum Thema da rein. Müssen da rauf, würde ich mal sagen, oder? Ja, weiter rauf, Junge. Junge! Ah ja, dann kommen wir da nicht rein. Also das Ding kaputt schießen ist wohl klar. Das kann man auch kaputt schießen. Und das da vielleicht nicht, ne? So, die kriegen wir alle nicht auf. Aber wenn wir hier runterkommen, mal gucken. Jetzt zumindest mal das auf. So, hilft uns recht wenig, oder? Achso, Moment. Weil hier ist der Schlüssel. Für was der auch immer sein mag. Um diese Tür zu öffnen. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Naja, Surprise. Hm, okay. Deswegen müssen wir hier rein. Okay, verstanden. Wenn du reingehen würdest, das wäre richtig nice. Nee, kein Bock. Okay. Also nochmal. Einfach reingehen. Rein. Flupp. Genau. So, und dann können wir hier runter die Tür aufmachen. Wofür sie denn noch immer... Macht das überhaupt Sinn, die Tür aufzumachen? So, okay. Also wir können einmal hier durchlaufen. Nicht. Nur warum? Weil wir hier ganz hoch klettern möchten. Ja. Na komm. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. So, jetzt sind wir oben. Und hierfür brauchen wir wahrscheinlich den Schlüssel. Ja. Okay. So, aber eigentlich will ich ja die Maske haben, ne? Wo ist denn die jetzt? So habe ich zumindest gedacht, dass sie so eine, wie sagt man, so ein Artefakt ist, ne? Ja, genau, das Ding. Ja, aber ganz woanders. Das hier irgendwo links, ne, rechts. Gehen wir rauf und gucken mal, dass wir ein bisschen scannen. Hm, 40 Meter die Richtung. Also es wird irgendwo da unten sein. Da unten. Hm,
Noch ein bisschen weiter runter. Also das heißt, wir müssen da die Treppe runter. Das wäre vielleicht auch der einfachste Weg gewesen. Ah ja, und hier rein. Okay. Snakey Boys. Die anderen wachen gleich auf. Ja, müssen wir treffen. Okay, aber nicht von eigentlichen Quest abbringen lassen. Wir wollen eigentlich in diese Richtung. Und dann können wir natürlich hier nochmal eben kurz gucken, in so einen Steinkreis oder was ist das? Ne? Okay, finden wir auch. Ferdi! Jo, das zum Thema Pferdchen. Kein Bock, ne? Einfach mal kein Bock. So, ist es das da oder ist es... Ja, das müssen wir natürlich gucken. Es geht ja eher die Richtung. Und... Ja, genau. Es ist dann das da. Interessant ist natürlich auch noch zu wissen, was das hier für ein Tierchen ist. Wo ist denn das eigentlich? Ah, da hinten. Okay. Die Hügelbestie. Hm. Vielleicht dann eher mal. So, da hinten ist das schon. Und dieser Steinkreis muss dann irgendwo auf dem Weg sein. Oh, Moment mal. Hier ist noch irgendwas verwünschen. Was habt ihr denn für ein Problem? Hey! Was? Okay, der ist schnell. Eine Messerjocke. So. Ist doch hier irgendwas verwünschen, oder nicht? Also so, wenn ich jetzt hier reinlaufe, würde ich immer sagen, das sieht jetzt nicht gesund aus hier. Mhm. Wo ist das Haus da? Hier stimmt etwas nicht. Jo, muss ich auch so. Häuschen? Oh, Schlüssel, das ist schon mal sehr interessant wieder. Und so eine Art. Ja, wir müssen hier rein wahrscheinlich. Möbel. Dafür brauchen wir den Schlüssel, okay. Wo ist denn das jetzt hier verwünschen? Müssen wir rausfinden, okay. Ey, wir wollten eigentlich nur da hinten hin, aber jetzt schon wieder irgendwelche hier reißen. Ah ja, Moment mal. Hier unten irgendwie rein vielleicht. Das ist so unglaublich unübersichtlich. Ja, da unten rein, oder? Wow, das sieht richtig strange aus. Richtig komischer Kram. Wie kommen wir da rein? Indem wir das da wegballern? Mhm. Ein bisschen Abstand, oder? Oh, jetzt brennt der ganze Laden hier. Ja, nice. Tja, das kann man nicht ahnen. Dass dann die ganze Bude brennt. Okay, hier haben wir einen Schlüssel. Den Schlüssel. Okay, hier ein paar Pfeile. That's it, ne? Ja. Okay, aber wo jetzt diese ganze, wo wir den Spuk hier wegkriegen, das ist eine andere Frage. Vielleicht hier irgendwie, ne?
obwohl sie ganz in der Nähe ist, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Der ist auch in dem Haus drin, ne? Kann auch sein. Mal eben gucken. Da siehst du. Gut, das Land kann wieder aufatmen. So sieht das aus, ne? Einsam, sehr schön. Opal haben wir noch. Und wir können noch was mitnehmen. 3 Silberlinge, ja, ich freue mich. So, aus. Das haben wir aufgeräumt. Jetzt war noch. Ach, hier die Äffchen. Die brauche ich nicht. So, und was war jetzt hier mit diesem Steinding? Das ist dann halt. Wenn wir da hinten hin müssen, das ist irgendwo hier. Da vorne ist er schon, okay. Interessant. Okay. Was war jetzt hier noch? Okay, so ein Ding. Das kann man auch eben noch knacken, oder? Hier, so sieht es aus. Ich, haben die Nephilim heilige Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Die, die da ja, waren, sehe ich auch so. Ängstigten sich vor den Dämonen. So, das Ding. Und Gott beschützte die Frommen und so, schickte die Steinchen von fort. Da kann man gucken. Und sich der Heilige nachheilen. Irgendwie von hier guckt man wahrscheinlich, die Arbeit guter Seelen, die unser Erdenreich im Herzen tragen, wird durch diese Pforte in alle Ewigkeit mit unseren Ahnen und unserem Herrn verbunden sein. Na, ja, fehlt noch ein Stückchen, ne? Mal von da oben gucken. Du musst so ganz rauf, wenn schon, jetzt schon. Und hier so? Nö, müssen wir da darüber. Ja, von da ganz oben. Hier so. Ja. Warte, warte. So. Hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Das passt doch. Noch ein Stückchen rüber, rüber. Ja. Ich spüre eine Macht. Ich auch. Unsichtbar. Katatschin. Das ist doch cool. So, Steinkreis haben wir auch. Bisschen meditieren, alles easy. So, auf geht's. Ja, runterjumpen nicht, dann sind wir gleich wieder kaputt. Na gut, auf dem Weg dahin nochmal alles hier aufgeräumt. Das ist doch cool. So, Pferdchen steht da noch. Pferdi. So, und wir könnten rein theoretisch 300. Welche Richtung ist denn das hier? Weil ich meine, welche Richtung ist klar, aber wie weit ist das? Bis dahin, zumindest mal eben anreiten. Mich nervt das immer, wenn man hier so durchrusht, aber das geht manchmal nicht anders. Was ist hier schon, ne? Die Hütten? Mhm. Oder? Ja schon. Hilfe, Hilfe! Ja, dann gehen wir mal rein. Sie wurde wohl verriegelt. Surprise. Sehr viele Pfeile. Das ist ja schon mal interessant. So, wie kommen wir da rein? Gar nicht. Das ist von oben vielleicht. Oder wir schießen da die Tür frei. Warte mal. Plopp. Geht
ist. Okay, damit ist jetzt schon mal die Tür offen, würde ich sagen, oder? Okay, das haben wir schon mal offen. Da kommen wir gar nicht rein, so von hier. Und hier brauchen wir einen Schlüssel. So, den Schlüssel haben wir. Und vielleicht ist der Schlüssel sogar für die Tür hier. Sowas. Ah ja, hätten wir reinknubbeln können. Ich höre dich doch da draußen. Ja, ist ja gut. Ja, relax. Die böse Frau. Hm. Da hinten ist der Schlüssel von der bösen Frau. Und das ist hier drin. So, wie können wir da rein? So einfach jetzt erstmal nicht. Hallo? Das ist ja die langsamste Rettung, die ich je erlebt habe. Alter, relax mal, ey. Bisschen frech, ne? Okay, aber von hier oben kommen wir so jetzt erstmal nicht rein, aber vielleicht kommen wir irgendwie rüber. Ups, was ist denn das, was da auf dem Balken liegt? Sehr interessant. So. Ja, aber wie kommen wir da jetzt rein? Stimmt, ich muss auf die andere Seite. Mhm. Was sind das denn? So, irgendwie die, wie wir jetzt hier reinkommen. Da ist erstmal keine. Kann natürlich nochmal oben aufs Dach gucken. Sieht solide aus. Das Blöde ist, dass ich eigentlich ganz woanders hin will. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, den Wagen kann man auch nicht wegschieben. Hier kriegen wir krass. Das heißt, wir müssen hier irgendwie auch mit Pfeilen reinschießen, damit wir da durchkommen. Geht das? Das geht nicht kaputt. Was habe ich denn da übersehen? Da haben wir die Tür aufgeschossen, aber hier können wir jetzt noch irgendwie quer durchschießen, dass wir auf einmal irgendwo ankommen, oder? Nee. Das kann man kaputt hauen, auch nicht. Wahrscheinlich wieder sowas total Einfaches, was ich voll übersehe hier mit einfach mal hier reingehen. Die Hütte anzünden. So, langsamste Rettung ever, hat er gesagt. Aber die kriegt man auch nicht kaputt hier, ne? Die hier irgendwo. Hm. Aha, okay. Warum
Warum kann man diesen Baum hier unendlich weit hochklettern? Was würde mir das bringen, wenn ich da jetzt wirklich hochklettern könnte? Gar nix. So, was bringt mir das denn hier alles? Ferdi, hast du eine Idee? Also das Dach da drüben ist auch in Ordnung, ne? Kommt hier nicht irgendwie jetzt mal so... Nö, auch nicht. Also, da haben wir reingeschossen, hier haben wir reingeballert. So, was habe ich denn übersehen? Das muss ganz einfach sein. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Der Aggression. Oh, was ist hier? Alles klar. Einfach mal der Aggression freien Lauf lassen. Tja. Lose auf. So, und jetzt ist halt eben. Wo war denn jetzt hier der Schlüssel? Ach, der liegt da. Okay. Langsamste Rettung der Welt. So. Wen haben wir denn da? Na endlich! Es war so langweilig hier drin! Tja. Wer ist diese böse Frau, die dich eingesperrt hat? Sie ist ein alter Drache. Sie will mich zu Eintopf verarbeiten. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Hänsel und Gretel. Gretel ist weg. Okay, siehst du, wieder jemand gerettet? Oh, wer bist du denn, ey? Mom? Du unartiger Junge, was hast du nur angerichtet? Das Haus wurde auf den Kopf gestellt! Wer ist das? Ich hab sie reingelegt. Ich hab erzählt, du seist ein böser Drache, der mich verspeisen will. Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Ich werde Wochen brauchen, um alles wieder herzurichten. Aber wir hatten viel Spaß. Mhm. Ich bin kein Drache. Ich bin die netteste Mutter, die je ihren Bub ins Haus sperrte. Wie soll ich dich sonst lehren, nicht in der Nase zu bohren? Danke, Fremde. Tja, muss los. Irgendwie verarschen uns die Kinder immer, ne? Erst mit dem Angeln und so weiter. So, jetzt aber mal bitte Quest, die... Das geht da hinten lang. Mal gucken, ob wir ihn gleich finden. Die Kinder von heute, also von damals. Also dies und das. Da hinten stehen sie, oder? Oder irgendwelche anderen Typen sind das? Mal gucken. Das sind andere Typen. Ja, relax, was ist denn los? Kann nur mal durchreiten hier. Einmal durchgeritten, voll Ärger. Was ist denn los? Alle so böse. So, sie hat mir auch gesagt, der steht irgendwie vor. Warte mal, Eva wartet im nordöstlichen Eingang von Westberg nordöstlich, okay? Also wenn das hier Norden ist, dann ist das hier nordöstlich. Ich hätte jetzt gedacht, der ist hier irgendwo. Lass uns doch noch mal hier rüber reiten.
So, hier hätte ich jetzt gedacht, steht er irgendwo, oder? Nehmen wir mal die Markierung weg. Dass jetzt hier der Laden ist, dann steht er irgendwo hier, oder was? Nordöstlich, hier irgendwo. Mal gucken. Ich meine, da wären wir jetzt gerade rumgeritten, aber wir können ja mal ein bisschen suchen. Da vielleicht. Riechst du das, Geo? Da ist Eva und Geobert. Ich denke schon, ein leicht... Na, jetzt zwei Häschen, was macht ihr hier? Eva, Geobert. Hey, Evo! Ich erzählte dem Etheling gerade, dass Thor heute mit uns ist. Der Sieg ist uns sicher. Also, wie lautet dein Plan? In diesem Nest hat Ynir das Kommando. Also zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn sich ein Dorf den Bretonen beugt. Wir legen es in Schutt und Asche und schneiden Ynir die Kehle durch. Oder, mein Junge? Ich will aufrecht kämpfen, nicht grausam. Das Aufschlitzen von Kehlen überlasse ich dir. Die Flammen werden Rodris Herz für den Frieden erwärmen. Ynir ist momentan nicht so wichtig. Frieden ist was für Säuglinge, aber wie du meinst. Oh, mein Blut kocht. Lasst uns angreifen und eine Spur blutiger Asche hinterlassen. Wenn wir leise vorgehen, gewinnen wir mehr Zeit. Pah, ich ziehe Raserei und Gebrüll vor, aber wie du meinst. Was machen wir denn? Leiser Weg. Wir versuchen es mal. Wir wollen doch nicht jeden wehrfähigen Bretonen auf uns aufmerksam machen. Soll ich hier sitzen, sabbern wie ein Dorftrottel und warten, bis du fertig bist? Ja. Geobert, hör dir die Geschichten dieses alten Mannes an und wisch ihm den Mund ab. Ich bin kein geduldiger Mann, Eivor. Erledige diese Hunde leise und schnell, sonst stoße ich dazu wie damals in Legrakester. Wir bleiben zurück und malen Runen in den Dreck. Aber spute dich. Hier kocht das Blut. So, ihn hier, guten Tag. Eivor, bist du bald fertig? Hast du ein Nickerchen gemacht? Also, was für ein Affe. Genug, ich will Blut sehen. Eivor! Bei den Göttern. Du bist ein tollwütiger Hund, Eivor. Naja, kann ja ein bisschen was anzünden. So, oh nee, nicht das, sondern das. Sei meine Augen. Was ist mit dem los? Oh, jetzt steht er wieder auf. Nee, ich wollte jetzt nicht wegrennen, Leute. So, wir brauchen Fackel. Und Fackel werfen wir einfach mal darauf. Hälfte haben wir schon angezündet, das ist ja ganz schön viel. Also ich glaube, Kollege macht ganz schön viel. Da oben mit Schlüssel.
ich dich kämpfe. Das schwöre ich. So, kaputt. Und ich will aber vorher mal da rein. Oh, hier ist er wahrscheinlich, oder? Genau. Ich wünschte, irgendwer würde diese Britonen von hier vertreiben. Naja, das können wir ja machen. Autschi, Birne weg. Oh no, müssen wir das hier wegfackeln? Ja, das wäre nicht schlecht. Und da ist aber noch was drin, oder was? Vergessen. Nö, ist dahinter irgendwo. So. Oh, die auch noch alle. Ich hätte gedacht, das haben wir gerade angezündet. Okay. Je mehr Soldaten ich hier erledige, desto weniger Männer hat Rodri. Müssen so oder so geschoren werden. Also, wo sind denn die Soldaten? Da hinten. Jo, mit Messer werfen. Das ist irgendwie Nachhilfe. Nachhilfe. Nachschub. Nachhilfe. Ja, in Mathe war ich immer schwach. Hilfe, weg damit. So, haben wir noch eher da drüben, okay? Mhm. Da schon noch ein paar. Ein Holzbein, na gut. Schon kaputt. Komm runter, komm. Du hast an der Küste von Ösismut verloren. Hier verlierst du auch. Ich weiß nicht. Jetzt schauen wir mal. Tja, nur so kaputt. Viel zu üben.
Was ist das für ein Affe? Ist das hier unser Ivan oder was? Ivan meine ich natürlich. Der läuft ein bisschen komisch, oder? Jetzt telefoniert er, oder was? Hey, so, Iva, was ist los? Hast du Cheolbert kämpfen sehen? Der besteht nur noch aus Eiern. Ich bin dankbar für den Sieg und bitte um Vergebung für die Toten. Oh, Cheolbert, dein Gott langweilt mich zu Tode. Lach doch mal, wir haben gesiegt. Und ich hatte keine Freude dabei, Iva. Evo und ich sind hierfür gemacht, Bursche. Schwertgesang, Blutnebel, zermalmte Knochen und zerborstene Zähne. Hat dir das Blut gereicht, Iva? Wir haben genug vergossen, um Fenriers Durst zu stillen. Und das reicht dir? Cheolbert, was hältst du von alledem? Bist du zufrieden mit unserem Sieg? Ich denke schon. Ich muss so schnell wie möglich über Rodri Bescheid wissen. Was hat er jetzt vor? Er wird die Flammen sehen und wissen, dass Westburg zerstört wurde. Diese Eiterbeule meint, nur ein Drache könnte ihn bezwingen. Es wird sich schon bald zeigen. Wir wollen Frieden, Iva, nicht Rache. Wenn du das nicht gutheißen kannst, geh zurück nach Hirpedun. Du kennst Rodri nicht wie ich, Eivor. Du weißt nicht, was für eine verlogene Ratte er sein kann. Genug Gerede vom Töten. Ich brauche einen Moment Ruhe. Du brauchst Met. Nein, Iva. Richtige Ruhe. Ein Spaziergang im Wald, um durchzuatmen. Oder angeln. Würdet ihr mit mir angeln gehen? Angeln? Willst du deinen Wurm in eine warme Pfütze tunken, ja? In der Nähe gibt es einen kleinen Teich. Kommt ihr mit? Nutzen wir alle den Moment, absolut, um unser Blut abzukühlen. Angeln, mega. Gleich hier drüben. Ich verstehe Angeln nicht. Wo bleibt der Nervenkitzel? Ein Fisch hat keine Chance, mich zu töten. Kleiner Sidequest, glaube ich, für diesen komischen. Was läuft der so wie so ein. Achso, der schleicht sich da durch. Wir rennen da ganz normal durch, okay? Ach man, wir wollen doch hier einfach mal angeln gehen. Hier ist eine gute Stelle. Lasst uns Aale angeln. Jolla fliegt Nesselsuppe mit frisch gefangenen Aalen. Ich angle nicht. Let's go. Was ihr wollt. Okay. Gefangene Aale. Oh, wie viel müssen wir... Na gut, okay, weil er es ist. Ach ne, Moment. Wir wollen die Angel nehmen. Wo ist sie da? Plock. Das Wasser sprudelt, so viele Fische sind hier. Ja, Wahnsinn. So, gucken. So, wie war das jetzt noch? Ein bisschen... Mal gucken, ne? Sprudel. Guck mal, da kommt der Erste. Zieh ihn raus! Ja! Kommt, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Genau. Beißt endlich an. Feigling. Oh, ein kleiner schuppiger Feigling. Oh, zack, fertig. Ein Aal. Was denkst du denn? Ein ganz normaler Fisch. Mal gucken, was sind die? Ich sehe hier gar nichts. Außerdem gibt es hier irgendwie geile Sachen in dem. Müssen wir mal gucken, ne? Was sind hier? Kommt da noch mal einer? Jo. Da beißt einer an. Sieh ihn raus. Kommt, die kleinen schuppigen Feiglinge. Ja, du schuppiger Feigling. Guck dir diesen krassen schuppligen Feigling an. Zack, fertig. Das reicht schon fast für eine Suppe. Jo. Ein ganz normaler Fisch. Wir gucken erstmal. So, sind hier noch welche? Hallo? Ich denke, hier springen die Fische nur so. Was verpasst? Flup. Da kommt doch einer. Ich sehe es doch. Ist einer an. Zieh ihn raus. So, komm. Kommt, ihr kleinen schuppigen Feiglinge. Genau.
Beißt er mich an. Das dürfte reichen. So. Bischof Jolla wird sich freuen. Los, erzählen wir Iva von unserem Fang. Ein ganz normaler Fisch. So, können wir das abbrechen jetzt? Irgendwie weggehen oder was? Okay. Ich möchte nicht mehr angeln, aber ich will da unten rein, weil da ist irgendwas. Mhm. Guck dir das an. Krass. Guck mal, lohnt sich doch. Einmal angeln gehen. So. Wo ist er? Da drüben. Iva, Kollege. Es hat länger gedauert, als das Dorf zu plündern. War ja klar. Wir haben Aale fürs Essen gefangen. Der Bischof wird sich freuen. Da kommt der Einfallspinsel. Ah, ein eigenartiger Brauch, um den Sieg zu feiern. Doch andererseits, war nicht auch Simon Petrus ein Fischer? Bischof, sei gegrüßt. Wir haben alles für eine vorzügliche Suppe. Danke, Cheolbert. Doch mein Herz ist schwer. So viel Zerstörung. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Du hättest Cheolbert kämpfen sehen sollen. Er wird ein alter Mann mit Eiern. Rau und furchteinflößend. Ich sollte eher gut und gerecht sein. Doch ich weiß das Kompliment zu schätzen. Ich ließ den Bretonen eine Nachricht zukommen. Ich bete, dass König Rodri offen ist für Frieden. Trotz des Mordes an seinem Bruder. Es hat sich doch ausgezahlt. Sieh, wohin es uns gebracht hat. Die Bretonen winseln um Gnade wie wimmernde Welpen. Der Kampf ist vorüber, kein Diplomat, aber die Verhandlungen so stehen noch bevor. Ja, wir müssen vorsichtig sein, wen wir an den Gesprächen teilnehmen lassen. Unsere nächsten Schritte sind entscheidend. Nach allem, was in Quadford geschah, ist klar, dass Iva sich bedeckt halten muss. Ja. Bedeckt halten? Nach allem, was ich getan habe, soll ich mich verkriechen? Der gute Bischof hat recht, Iva. Dein Herz schlägt für den Krieg, nicht für den Frieden. Leck mich, Wolfsmal. Ich kenne Rodri und die Spielchen, die er spielen wird. Das ist meine Warnung an euch. Wenn du es furzen hörst, ist das mein Willkommensgruß an das Schwein. Du hast seinen Stolz verletzt. Wenn du ein Heilmittel kennst, dann um Odins Willen gib es ihm. Sein Stolz macht ihn schwierig und seine Wut unberechenbar, aber er macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Ich glaube, ich jage ihm ein großes Wildschwein. Dann rösten wir es über dem Feuer und erzählen uns Geschichten vom Krieg. Das wird ihm gefallen. Bischof, wir müssen uns auf Rodris Ankunft vorbereiten. Ruf deine Männer und schlag hier ein Lager auf. Bald wird über Krieg oder Frieden entschieden. Aber nicht jetzt. Wir müssen warten. Ich hasse warten. Alles liegt in Gottes Hand. Wir können nur beten und für diesen Augenblick der Ruhe dankbar sein. Die Bretonen sind da! Oh nein! Der Augenblick ist vorbei. Hier entlang, bei der großen Eiche! Wo ist Cheolbert? Als zukünftiger Aldermann sollte er bei diesen Gesprächen zugegen sein. Er ging jagen. Ein Wildschwein, sagte er. Das ist schon eine Weile her, oder? Wir können nicht warten. Wir sollten jetzt Frieden schließen. Jetzt bin ich mal gespannt. Lady Angarad, sei gegrüßt. Wir kommen, um Frieden zu schließen. Wir freuen uns, das zu hören. Doch wo ist der große König? Er bleibt in der Feste auf mein Geheiß. Ich war in Sorge, er könnte Iva den Meuchler erzürnen. Sehr schlau. Wir haben den Meuchler in sein Zelt verbannt. Dass wir beide uns um kriegslüsterne Gefährten sorgen, zeigt wohl, wie ähnlich wir uns sind. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich sehe diese Gemeinsamkeit als einen Segen. Vielleicht können wir diesen Krieg also doch noch beilegen. Unsere Völker haben genug gelitten. Und dein Vorschlag lautet?
Wir ziehen alle Soldaten hinter die althergebrachten Grenzen unserer Lande zurück. Wir bitten lediglich um einige Tage Zeit, um unsere Habseligkeiten aus der Feste Kausto zu schaffen. Im Gegenzug schwört ihr, alle Feindseligkeiten sofort einzustellen. Diese Bedingungen sind großzügig. Die Waffen ruhen. Sehr wohl. Gelobt sei der Herr für diese schnelle Einigung. Gott sei mit dir und deinem König, Lady Angarad. Nun denn, ihr habt einen guten Krieg geführt. Lasst es nun zu einem dauerhaften Frieden kommen. Macht Sinn. Ich bin fassungslos, Eivor. Jahre des Blutvergießens wurden im Handumdrehen beendet. Das war ein schwieriger Weg, Bischof. Ceolbert muss die frohe Kunde erfahren. Berichtest du es ihm, wenn du ihn siehst? Ich suche ihn gleich auf. Ja, krass, oder? Das ging wirklich fresh. So, jetzt müssen wir eben kurz gucken, was ist denn hier los? Sprich mit Ceolbert. Wo ist er denn, ey? 100 Meter? Das gucken wir uns schon noch an. Da hätten wir wahrscheinlich hinterm Zaun langlaufen sollen. So, wie kommen wir hier rein? Ach, bitte. Ja, hier. So, haben die sich schon ein Schweinchen geholt? Ja. Wo verflucht treibt sich Ceolbert nur herum? Irgendwer muss es doch wissen. Wer weiß es? Hast du Ceolbert gesehen? Was kümmert es mich, wann der Ätherling kommt und geht? Frag jemand anderen. Ja, ganz nicer Dude. Ich suche nach Ceolbert. Hast du ihn gesehen? Als ich ihn zuletzt sah, schärfte er Pfeilspitzen. Besser, wenn der Trottel Waldemar mich nicht sieht. Eva, es ist vollbracht. Frieden, ja? Und jetzt scheißen sich alle vor Glück in die Hose. Wenn nicht vor Glück, dann vor Erleichterung. Hast du Ceolbert gesehen? Ich will ihm die frohe Kunde erzählen. Er wollte vorhin mit mir jagen gehen, doch ich war nicht in Stimmung. Was siehst du? Ja, der wird ja irgendwo in den Wald oder so gehen, oder? Mädels, wo ist er? Hey, Eivor! Hast du Ceolbert gesehen? Mein Bruder hat ihn gesehen. Der ist Sternhagel voll, was? Um den Frieden zu feiern. Hat schon früh angefangen. Wach auf! Wo ist Ceolbert? Ceolbert? Hat niemand hier Ceolbert gesehen? Nur Erdränger. Und du wirst warten müssen, bis er ausgenüchtert ist. Betrinkt er sich oft so dermaßen? Bei allen Göttern, ja. Zweimal die Woche. Einmal sauber. Drei Tage lang, einmal vier Tage lang und sonntags doppelt. Und wenn du ihn schnell ausnüchtern musst, was machst du dann? Behalte es für dich, aber ab und zu, wenn ich mit ihm reden musste, habe ich ihn in einen See geworfen. Das ist ein Versuch wert. Irgendwie muss ich den Trunkenbold doch wecken können. Jo. So, mein Freund. Flupp. So, mein Freund, das wird jetzt interessant. Ich sag mal Flatschi. Gut geschlafen? So behandelt man keinen erwachsenen Mann. Meine Güte. Ich suche nach Ceolbert. Dem verweichlichten Sachsen?
Dem nächsten Aldermann, ja. Er sagte, er will jagen gehen, um für Iva und die anderen ein Festmahl zu bereiten. Ich weiß, dass er jagen wollte. Aber wo? Bei einer Höhle in der Nähe. Folge dem Fluss, den Berg hinauf. Südlich von hier. Das reicht für den Anfang. Danke. Nice. Lass mich mal kurz, einfach mal kurz gucken. Wenn das südlich von hier ist, ist er, achso, da rein. Okay, hat ja auch hier zur Bestie. Boah, das hier hin, ne? Also sag mal so, wir gucken uns mal an, was der Cheoberg gemacht hat, aber das machen wir natürlich erst beim nächsten Mal, ne? Also, bis dann, ciao!